Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir uns bei die zwei letzten Herzteile geholt, haben Terry geholfen, seinen komischen Käfer wieder zu kriegen. Und jetzt wollen wir in die letzten Seiren gehen. Klimbim-Modus! Voll im Ausritt. Oh boy, das kann jetzt was werden, Leute. Klimbim-Modus, wo ist Kai, wenn ich ihn brauche? Kai, please. Pling ploing, pling ploing. Hä? Warum ich das jetzt im First Strike geschafft habe, ich habe keine Ahnung. Stoß das Schwert in das Symbol und stelle dich der letzten Prüfung. Ja. Und. Ich wollte schon sagen, wie oft soll ich noch meine Wiefer so runterhauen? So. Also, auf mein Bein würde ich es mir jetzt nicht unbedingt hauen. Die Seiren im Wolkenhort. Warum muss man sie viermal betreten? Never mind. Das ist das letzte Mal. Def. Gebieter Domi. Dies ist die Welt der letzten Prüfung. Die Seiren der Göttin. Du hast das Seelengefäß ein. Dieses geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wieder, Domi. Ja klar, es ist auch irgendwo wie rum logisch. Wenn du deinen Hellmut unter Beweis gestellt hast und das letzte Segenfest hast, Gebieter, dann wird die Tür zum Treffer vor deinen Augen erscheinen. Du musst diese Prüfung bestehen. Hast du noch eine Frage? Nein. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. Ist ja auch irgendwie schon logisch, Leute. Man muss ja bedenken, dass die Seiren sind ja... Sonst könnte ja ohne die hier, könnte ja jeder an das Triforce ran. Weil das Gebiet ja dann offen wäre für das Triforce. Vergiss es. Du hast eine heilige Träne erhalten. Ihre heilige Macht hindert die Hüter für 90 Sekunden, sagen wir alle 15, um diese Prüfung zu bestehen. Magatta. Hey. Link. Link, geh hier hoch. Gott, da oben ist ja jemand. Link. Jo, 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 jo. So, zack. Seh ich die ja. Knacks! Beine gebrochen. Ich gucke jetzt erstmal, ob dahinter noch eine war. Das habe ich nämlich vergessen. Aber ich glaube, nein, dahinter war nichts. Hui! So, auf jeden Fall holen wir uns erstmal die leichten Seiren. Die schweren hole ich mir immer zuletzt. Hi. Kommst du hier hin? Oh, fuck. Au, das war nicht geplant. Das tat sogar sau weh. Das war so nicht geplant. Oh Mann. So, gucken wir uns erstmal, wie gesagt, ich hole die erst auf dieser Seite und die andere, dieser Träne auf der anderen Seite hole ich jetzt nachher. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Da ist noch eine Träne. Die gehört jetzt mir. Zack. Dann ist da noch eine. Die holen wir uns jetzt direkt. Schwing. Hoi. Hoi. Sollst du sagen, hast du mich jetzt gesehen oder was? Eins, zwei, drei, vier und fünf. Schwing. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie das ganze Wasser hier einfach mal zu dieser roten Grütze wurde. Die mich verpetzt. Könntest du dich bitte umdrehen? Bitte? Bitte? Bitte dreh dich um. Danke. Ich will nur die Träne da haben. Düpp, 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 düpp. Das könnte jetzt ein bisschen riskant sein.
Aber drauf gejolot. Wow, das war kein bisschen knapp. Nein, kein bisschen, Leute. Mm-mm. So, da oben auf jeden Fall noch. Wieso fühlt sich meine Ausdaueranzeige dadurch bitte schön nicht? Warum? Zwang. So, wie war das jetzt? Ach ja, stimmt, der fliegt so hin und her und ich kann in der Zeit die Kiste schieben. Wow. Nein. So, zack. Gekriegt. War hier noch? Ne, da drüben war keiner. Komm, geh weg. Ich muss aber hier hin. Komm, ich bin ein bisschen Tomb Raider. Stopp. Oh, fucking hell, no. No! Oh, boy. 4 Stück fehlen noch. Und die 4 Lichter sind dort, okay. Ging ja doch einfach, als ich gedacht habe, Leute. Not bad, not bad at all. Dum, dum, dum. Jo. Komm, geh weg. Ich cheate. Ob man das wirklich cheaten nennen kann? Ich bezweifle es. Oh, fucking hell. Nein! Nein, 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 nein. Lass mich. Oh, boy. Not even close. Ich meine, mache ich immer so. So, zack. Fehlt nur noch einer, aber ich weiß, ich gehe da nicht rein. Ich lasse mich doch nicht verarschen. Oh, ich wollte gerade schon sagen, what the fuck? Da kommt doch die Grütze hoch. Ihr wisst, was die Grütze bewirkt. Die bewirkt, dass die Wächter mich sofort verfolgen. Und ich denke, ey, yo, gib mir die Tränen wieder. So, wo war die letzte? Die war dort. Da muss ich die richtigen Öffnungen anpassen, abpassen. Wie jetzt? Du hast alle heiligen Tränen gefunden. Dies hat deine Seele reifen lassen, Domi. Doch, noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Oh. Mach mal bitte wieder ein bisschen auf. Danke. Jung. Musst du dich jetzt drehen? Oh, hoffentlich treffe ich das nicht. Hoffentlich treffe ich das nicht. So, geschickt auf, ausgefädelt. Oder er hat gesagt, geschickt verarscht. Döp, döp. Die Ausdauer-Anzeige war eigentlich komplett leer, aber okay. Dun, dun. Da, 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 da. Oh. Ah. Oh mein Gott. Döp, döp. Du hast das Insignien der Reife ein. Diese gravierte Artefakt zu dem Helden, das versteckt Strifers enthüllen. Und damit, Leute, kommen wir jetzt in den letzten Tempel. Also, für mich ist das noch ein Tempel. Auch wenn er keine Herzcontainer oder Boss hat, ist es halt der Tempel des Triforce. Swing. Hervorragend, Gebieter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Es gibt noch ein weiteres Insignien der Reife, außerdem, was du besitzt. Ich stelle fest, dass ich auf dieser Insel ein Objekt finde, das deinem gleich, welches du bei dir trägst. Findest du es und fügst die beiden zusammen, öffnet sich bei dir der Weg zum Triforce. Ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. Wird gemacht, Fall. Und dieses Objekt haben wir sogar schon gesehen, Leute. Ja. Da guckt ihr, wa? Zumindest, ich weiß nicht, ob ich das im RP schon gezeigt habe. Aber wir haben es gerade in den Seilen auch schon schwach gesehen. Zumindest an der Start davon sieht man ja da. Dass da was rot leuchtet. Und genau das ist die Insignie. Tada! Rein damit. Oh, geil!
Das hat keiner jemals rausgenommen, warum auch immer. Das hätte man bestimmt gut verkaufen können. Aber egal. Okay, und was passiert jetzt? Ja, you spin me right round oder was? Okay, ja, schön. Das hätte ich auch machen können mit einer Bombe. Und nun? Hä? Siehst du aus, als würde sich denken, fuck. Of course! Das ist... Ja, Leute. Oh, dieses Team. Was zum Teufel? Erdbeben. Da war die ganze Zeit ein Tempel drin, Leute. Die ganze Zeit. Da. Ja, das ist voll logisch. Ja, das ist voll logisch, Leute. Sehr sogar. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Travers in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Folge deiner Aufträge und vernichte den Tod bringen, so schnell du kannst. Keine Sorge. We got this, Fi. We got this. Zack. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Wie auch immer hier ein Tempel sein kann, Fall. Ich weiß es nicht. Hier ist einfach einer. Dieser eine Ding ist voll unnötig eigentlich. Auf in den Tempel des Triforce. Dum. Unser letzter Tempel, Leute. Let's go. Für Zelda brauchen wir dieses Triforce, um den Verband Todbringer endgültig zu töten. Turm des Himmels. Och, dieser Tempel ist scheiße. Ich mag ihn nicht. Er hat nicht mal coole Musik. Aber direkt in der Mitte eine Kiste. Ha. Okay. Dieser Tempel ist so ein kleiner Mindfuck, weil hier muss man nochmal schön sein Köpfchen anstrengen. You've got the Karte! Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Swing. Ja, der Tempel sieht klein aus, doch ihr merkt schon, da stimmt was nicht. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. In diesem Gebäude befinden sich die drei Quellen heiliger Energie, die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit Dreieck markiert. Danke, Fall. Ausnahmsweise mal was Nützliches. Auf jeden Fall habt ihr ja schon auf der Karte erkannt. Da müssen wir den Schlüssel holen. Und hier ist die Kiste. Doch. Wie kommen wir überall hin? Und das Gimmick des Tempels ist, wir können hier die Räume nach Belieben verschieben. Wie wir lustig sind. Hä? Ich guck gerade erstmal so. Ich weiß, dass uns das noch nichts bringen wird. Oder? Bringt uns das schon was? Das Grüne? Nee, ich glaube nicht. Für das Triforce des Mutes brauchen wir auf jeden Fall. Dingens, Bumster. Ach, ich versuch's einfach mal. Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Auf dem oben eben ertönten Geräusch schließt sich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Ich meine, für das Treffer des Mutes brauchen wir einen Schlüssel. Wie wär's denn? Ich schlage vor, dir
dir durch die Nutzung dieser Kontrolle auf den Weg zu dem Fragment des Drivers aufzumachen. Jo, fei. Wir sehen jetzt quasi von jedem Tempel noch mal einmal etwas, so ein kleines bisschen. Alter, Money Guys! Ich wollte gerade schon sagen, hä? Wow! Bam! Alle weggecuttet. Das ist nämlich zum Beispiel der Wasser- und der Feuer-Tungeon. Und wir haben sofort gefailt. Wir müssen nämlich erstmal was hier mit dem Bogen bearbeiten. Dann halt mit dem Käfer. Bam. Wenn dir das recht ist. Wo ist die Peitsche? Da ist die Peitsche. Da, ja. Geh weg. Kann ich mich noch mit dem Bogen abballern? Das hat funktioniert. So, das führt hier nach da, dann gehen wir auch nach da. Wir wurden verarscht. Und da. Zack. Jo. Ja, wir mussten erstmal hier was mit dem Käfer machen. Fail. Kackkäfer. Grab die Bombe. Ach so, stimmt ja. Ich kann ja nicht sprinten. Aus unnatürlichen Gründen geht das nicht. Tu aber kind. Miau. And the last one. Voll gegen den Arsch. So. Ich finde das auf jeden Fall cool, dass hier nochmal jeder Tempel so ein bisschen gezeigt wird. Und jeweils ein Gimmick und so. Und zumindest das Gebiet so ein bisschen. Oh. Oh. Und bis wieder zurück. Ich wollte gerade schon sagen, das klappt ja wohl. Oh. Oh. Was? Link, please. Du hättest dich da locker festhalten können. Oh. Oh. So, jetzt nochmal. Aber diesmal gehe ich hier hin. So, jetzt hat es aber auf einmal geklappt. Okay, Link. You win. Und wir machen uns gleichzeitig eine kleine Abkürzung. So. Gucken, ob wir direkt das Driver des Mutes kriegen. Ich meine nicht. Ich meine, ich bräuchte was anderes dafür. Noch. Ich weiß es halt nicht mehr, Leute. Ich meine, ich brauche einen Schlüssel. Ja, ne? Ja. Sag ich doch. Und da ist zu. Und da wäre das Triforce. Oh, fei. Bitte Siegebieter. Da ist das Triforce. Dies Waffen auf dem Boden ist das Waffen von Farore. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Ich weiß. Ich schlage vor, durch die Tür zu gehen, um das Heilige Wappen zu erreichen. Thanks, Captain Obvious. So, da haben wir aber schon mal den Teil gesehen. Dann war ich doch richtig damit, dass ich hier einen Schlüssel brauche. Ist halt nur ein bisschen doof gekennzeichnet auf der einen Karte von uns, die wir haben. Ich meine, wir sind in dem Raum. Wir waren gerade hier... Nee, das ist richtig... Eben war das Schloss doch hier oben. Hä? It just verarscht me. Okay. Warum nicht? Lass ich mich halt verarschen. Tze. Also war das Drive of the Mood ist schon mal.
So, zack, 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 zack. So. So, das ist richtig. Nee, es ist gar nicht. Was erzähle ich da? Ich habe gar keinen Weg, wo ich hin kann. Doch, habe ich wohl. So, Leute, aber ich sehe, wir müssen den Part beenden, so, dann tun wir das alles auch. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.